Dieser Hadith wird in zwei Wortlauten überliefert. Also einmal sagt er, al-Imanu bid'un wa sittuna shu'ba. Der Iman besteht aus etwas und 60 Teilen, Shu'ba, Zweigen, nicht? Teilelementen. Und in einer anderen Riwaya heißt es bid'un wa sab'una shu'ba. Aus etwas mehr als 70. Also 70 und etwas Elementen oder Teilen. Die Mehrheit der Überlieferer, die diesen Hadith überliefern, sie erwähnen das Wort, die Zahl 70. Das heißt, die überwiegende Mehrheit erwähnt 70. Einige Tradenten erwähnen 60. Wie das zustande kommt, da gibt es verschiedene Theorien. Man kann das auf verschiedene, also wenn das unterschiedliche Hadith sind, dann kommt der Unterschied von den Ruah zustande, dass einige sich nicht sicher waren und deswegen mal von 60 und mal von 70 geredet haben. Während aber die Mehrheit immer noch von, die Mehrheit der Tradenten 70 überliefert hat. Tayyib. Welche dieser zwei Ahadith präferiert man dann? Auch hier gibt es verschiedene Positionen unter den Ahlul Ilm. Manche sagen 60, weil es das sichere ist. Manche sagen 70, weil die meisten Tradenten das überliefern, Mesh. Und diese Ahadith, in denen 70 erwähnt werden, die werden mit Entschlossenheit erwähnt, also ohne Zweifel. Die Tradenten äußern keinen Zweifel. Naja, wie dem auch sei, ist nicht wichtig. Die Frage, die sich hier stellt, ist eingangs erstmal, ist das wirklich hier eine bestimmte Zahl oder ist damit einfach, wird damit nur ausgedrückt, dass der Iman aus sehr vielen Elementen besteht und nicht wirklich aus 70 und etwas. Versteht ihr, was ich meine? So wie wir beispielsweise sagen, du kannst 1000 Jahre warten. Und das wird nicht passieren. Ich meine nicht wirklich 1000 Jahre, sondern ich meine einfach, du kannst warten, wie lange du willst. Oder wie etwa auch in der Aussage Allah Ta'ala in der Surah Tauba über die Munafiqun. In tastaghfir lahum, au la tastaghfir lahum, lan yaghfir Allah lahum. In tastaghfir lahum 70 marra, lan yaghfir Allah lahum. Und wenn du für sie, die Munafiqun, 70 Mal um Vergebung bitten würdest, würde Allah ihnen nicht vergeben. Dies, weil sie ungläubig waren. Bei 71 Mal? Was ist mit 70 Mal gemeint? Hier ist nicht die Zahl gemeint. Hier ist nicht wirklich die Zahl gemeint, sondern einfach nur ein Ausdruck für so oft, wie du auch immer machst. Und ist das hier im Hadith auch gemeint? Manche gehen davon aus. Manche sagen, nein, da ist tatsächlich die Zahl gemeint. Diejenigen, die sagen, hier ist nicht wirklich die Zahl gemeint, sagen unter anderem, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das offen gelassen. Und zweitens, er hat in der Zahl nochmal ein unbestimmtes Element benutzt, nämlich das Wort bid'un. Al-Bid'a ist eine Zahl zwischen 3 und 9. Also zwischen 73 und 79. Auch nochmal so undurchsichtig. Nicht? Und deswegen sagten wir, hier ist grundsätzlich gar nicht die Zahl gemeint. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Im Endeffekt steht aber fest, selbst wenn wir sagen, hier ist die Zahl gemeint, Mesh, es gibt keine übereinstimmende Zählung dieser Elemente des Iman. Ibn Hibban hat die aufgezählt, Al-Kazaruni hat sie aufgezählt, einige der Ahlul Ilm, Al-Kirmani hat sie aufgezählt, Mesh, und das sind immer unterschiedliche Zählungen. Deswegen sagte, ich glaube, Abu Khattab war das, er sagte, es gibt keine Aufzählung oder kein Zählungsversuch, den man nicht revidieren könnte. Du könntest da Sachen hinzufügen
Und du könntest Sachen wegnehmen, indem man mehrere Elemente zusammenschließt. Ibn Hibban war, glaube ich, einer der ersten, die das aufgezählt haben. Und er sagte, ich habe alle Shu'ab des Iman im Koran und der Sunna verfolgt und bin auf diese gekommen. Und dem kann man nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Dann hat er sie aufgezählt. Tamam. Aber Tatsache ist ja, du wirst andere Formen von Handlungen des Iman finden, die man doch hätte dazu zählen können. Von daher ist es so, dass die Einzelheiten des Iman in extenso in den Texten der Scharia erwähnt worden sind. Die Aufzählung ist uns aber nicht bekannt. Jedoch hat der Prophet in dem Hadith eine gewisse Hierarchie aufgestellt. Er hat sozusagen drei Meilensteine gesetzt und alle Handlungen des Iman können irgendwo, wenn wir so eine Skala haben, irgendwo unter diesen dreien eingestuft werden, jeweils näher zum obersten oder näher zur Mitte oder näher zum untersten. Diese drei Handlungen, die wir hier sehen, ist erstmal die Shahada, La ilaha illallah, wegen dem Tawhid, wegen dem entsprechenden Glaubenszügen oder diesen Dogmen, wie man das nennt. Dann haben wir das Beseitigen von Hindernissen oder Störendem oder Schädigendem aus dem Weg. Und zuletzt Al-Haya. Das Geringste ist das Beseitigen von dem Störenden.